Heute vor 22 Jahren verschwand in Lurup Hilal Ercan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Aber trotzdem ist es nie zu spät, etwas zu machen, weil wir geben nie auf. Von Seiten der Ermittlungsbehörden wird immer gern gesagt, sie ist spurlos verschwunden. Das stimmt nicht, weil es gibt Spuren. Sie verschwand, als sie das Haus verließ, um gegenüber im Supermarkt Süßigkeiten zu kaufen. Seitdem ist sie weg, wie vom Erdboden verschluckt. Im Fall Hilal ist die Polizei lange auf der falschen Spur. Verdächtig die Familie. Ein kleines türkisches Mädchen wurde entführt. Das Erste, woran sie denken, zwangsverheiratet, weggeschickt in die Türkei. Die Polizei muss sich sicherlich vorwerfen lassen, dass sie sich zu sehr auf diese Familienhypothese fokussiert hat. Dem wahren Täter bleibt so Zeit, Spuren zu verwischen. Und er ist derjenige, der nach all den Jahren wieder Bewegung in den Fall Hilal gebracht hat. Ein verurteilter Kinderschänder aus Hamburg. Dirk A. spielt eine Riesenrolle. Fast schon die Hauptrolle. Ein Täter konnte bis heute nicht überführt werden. Hilal bleibt verschwunden. Auf Hoffnung folgt immer wieder Enttäuschung. Die Polizei hat die Suche nach Hilal Ercan im Volkspark in der Nacht abgebrochen. Bis heute konnte ungeachtet der intensiven Ermittlungsmaßnahmen kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter, hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Polizei, die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Also wir haben sie ja lange machen lassen, aber das reicht uns nicht mehr. Hamburg. Vor über 20 Jahren verschwand Hilal Ercan. Die Hoffnung, dass Hilal noch lebt, haben ihre Angehörigen aufgegeben. Doch ihr Mörder ist bis heute nicht gefasst, ihre Leiche nicht gefunden. Jedes Jahr kommen Familie und Freunde am 27. Januar an das Einkaufszentrum, wo Hilal das letzte Mal gesehen wurde. Auch weil es keinen Ort gibt, wo die Familie sonst trauern könnte. Besonders Hilals großer Bruder Abbas kämpft darum, dass Hilal nicht vergessen wird. Am heutigen Tag, was geht denn durch den Kopf? Heute ist ja der Tag von meiner Schwester, an dem Tag, wo sie entführt worden ist. Und wie jedes Jahr sind wir hier. Wir werden auch jedes Jahr mal hier sein. Weil Hilal darf nicht vergessen werden. Und es ist ein schwarzer Tag für uns und ich glaube nicht mal, dass die Polizei den Fall lösen wird oder lösen will. Wir haben es abgehackt, aber ich als der Bruder oder wir als Familie, Freunde, wir werden alles dafür setzen, dass wir den Fall lösen. Und wir werden auch den Fall lösen. Also, davon bin ich stark überzeugt. Die Hoffnung besteht so, weil wir selber jetzt die Ermittlung aufgenommen haben mit einem gutes Team und wir werden das lösen. Freunde und Unterstützer der Familie wollen nach all den Jahren nun eigenständig den Fall aufklären. Die Kerzen gehen leider aus, weil es leider regnet, aber und zumindest ist dieses Jahr nicht so kalt wie letztes Jahr. Ne? Eine Wunde, die nicht heilt. Jasmin Haug ist eine enge Freundin der Familie. Das Rätsel um Hilal begleitet sie seit ihrer Kindheit. Es sind heute 23 Jahre vergangen, seitdem Hilal verschwunden ist. Und
Ich finde, an dem Tag muss man einfach hier sein. Ich finde, dass dieser Tag immer sehr deutlich macht, dass Hilal kein Geist war, sondern dass sie real ist oder gewesen ist. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt demnächst dann auch fündig werden und endlich für Hilal auch ein Grab finden. Und ich habe so das Gefühl, wenn man das nicht ehrenamtlich macht, dann macht es einfach keiner. Und mir tut das einfach so unendlich leid. Was ist an diesem Wintertag vor 23 Jahren geschehen? Es ist der 27.01.1999. Hilal war zu dem Zeitpunkt ca. 10,5 Jahre alt. Sie hat in der Sprichstraße 1 gewohnt. Wir sind ganz normal aufgestanden, jeden Morgen zur Schule gegangen. Das war ja, an dem Tag war ja Zeugnisausgabe, das wussten wir. Ich weiß noch, an dem Tag waren wir am Esstisch. Und dann ja, hatte meine Schwester mir auch so, glaube ich, Kelloggs vorbereitet. Und genau, da haben wir halt zusammen Kelloggs gegessen, also Cornflakes. Ich habe die Schultasche fertig gemacht. Schulranzen war das? Ja, Ranzen und die Brot habe ich fertig gemacht. Das ist das Letzte, was sie gesehen hat von ihr. Ne? Der Tag hat eigentlich relativ schön angefangen. Wir waren in der Schule, hatten uns schon den Tag vorher wieder für den 27. Januar verabredet. Wir hatten auf Hilal gewartet. Hilal hat in der Schule Zeugnisse bekommen, ist dann nach Hause gegangen und ihre Eltern haben ihr für das Zeugnis eine D-Mark gegeben und gesagt, du kannst dir dafür Süßigkeiten kaufen. Sie ist eine Klasse unter mir gegangen. Wir waren Nachbarn und wir haben uns halt damals kennengelernt und haben seitdem jeden Tag miteinander verbracht. Der Tatort liegt direkt gegenüber der Wohnung. Dann ist sie zu dem nahegelegenen Einkaufszentrum gegangen in der Elbauer-Passage und ist dort wahrscheinlich in den Sparladen gegangen und hat sich dort in dem Sparladen für eine D-Mark ein Kaugummi gekauft. Sie mochte ja besonders Hubba Bubba, was sie auch öfters geholt hat, den Geschmack Cola. Das kann man deswegen rekapitulieren, weil es wurde ein Bon gefunden, genau über eine D-Mark, mit dem Kauf des Kaugummis, was zu dem Vorgang auch zeitlich in jeglicher Hinsicht passt. Und dann hat sie den Sparladen verlassen und auch mit ziemlicher Sicherheit das Einkaufszentrum Elbkaufpassage verlassen. Und dort verliert sich die Spur. Ein Mädchen, verschwunden am helllichten Tag. Die Familie sucht in den ersten Momenten erstmal eigenständig nach ihrer Tochter, spricht mit Menschen im Umfeld des Einkaufszentrums, klingelt bei Nachbarn und ruft bei Freundinnen Hilals an. Und kurze Zeit später waren auch Polizei da. Alle haben nach Hilal gesucht. Doch es hat sie halt einfach keiner mehr wiedergefunden. Mein Name ist Philipp Hammerich. Ich bin Rechtsanwalt, eigentlich Strafverteidiger. Bin in dem Fall natürlich aus Opfersicht tätig. Und ich bin Teil eben entsprechend des, wenn man es so nennen möchte, privaten Ermittlungsteams, was sich zur Aufgabe gemacht hat, die Leiche von Hilal zu finden. Schon bald beschäftigt das verschwundene Mädchen nicht mehr nur Hamburg. Der Fall macht bundesweit Schlagzeilen. Guten Abend. Die Eltern sind in Sorge. Die Polizei fahndet immer noch bislang vergeblich. Es gibt keinen Hinweis auf die vermisste Schülerin Hilal Erkan aus Lürup. Die Familie Erkan in ihrer Wohnung in der Spreestraße. Seit 2 Tagen sind auch Verwandte ständig da, um die Eltern zu trösten. Die 10-jährige Hilal ist jetzt seit 2,5 Tagen verschwunden. Der Vater hat bereits überall nach dem Mädchen gesucht. Seine Tochter, so sagt er, sei immer zuverlässig und fast nie zu spät zu Hause. Ich glaube, einen Tag nach Hilals Verschwinden hat meine Mama sich bei der Familie gemeldet, ob sie helfen kann. Meine Mama hat uns, also uns Kinder, auch damals mitgenommen. Es war so, dass wenn man im
Kinderzimmer war, dass wir gespielt haben und uns quasi abgelenkt haben. Aber wenn man aus dem Kinderzimmer rausgegangen ist, dann war da so eine dunkle Wolke. Und so eine große Trauer, die man als Kind natürlich gar nicht verstehen konnte, aber man natürlich gespürt hat, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Von Beginn an engagieren sich Familie und Freunde in dem Fall. Immer noch nichts gehört, ne? Immer in der Hoffnung, dass die Polizei allen Spuren beherzt nachgeht. Wir haben sie ja lange machen lassen. Und wenn man dann eigentlich in den Akten lesen kann, dass dann nicht mehr wirklich viel passiert, dann verliert man ja auch die Hoffnung in die Polizei. Und dann hat man das Gefühl, man müsse doch noch mal selber irgendwas machen. Mein Name ist Jasmin Haug. Ich war 9 Jahre alt, als Hilal verschwunden ist. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Hilal zu finden. Um die privaten Ermittlungen im Fall Hilal finanzieren zu können, gründet Jasmin Haug zusammen mit Natascha Hammerich im September 2021 einen Verein. Katrin Lühr, Jasmins Mutter, ist auch mit dabei. Kurze Vorstellung, also wirklich nur in einem Satz, ne? Was ich ganz gut finde, ist, wenn wir sagen, warum wir diesen Verein gegründet haben. Also ich würde einfach sagen, wir sind seit 22 Jahren an der Seite von der Familie Hilal Ercan. Und danach sagen, dass wir, was wir mit dem Verein vorhaben und dass wir dafür finanzielle Hilfe brauchen. Ja, wollen wir jetzt auf diese Suchmaßnahme eingehen oder nicht? Also wir brauchen dafür ja auch Spenden, ne? Das ist jetzt so ein bisschen... Wenn wir das posten... Also wir müssen schon ein bisschen konkret werden. Kriegt die Polizei natürlich direkt Panik. Ja. Also es geht ja darum, dass die spenden sollen und die wollen wissen, wofür spenden wir. Ja. Dass der Verein einfach eine emotionale Angelegenheit ist für uns. Mhm. Und, ja. nicht Hobby. Ich kann, glaube ich, erst abschließen, wenn Hilal gefunden wird und ich dann auch der Familie irgendwie in die Augen gucken kann und sehe, dass sie ihre Tochter oder Schwester quasi begraben können. Ich glaube, ich kann das gar nicht in Worte fassen, warum ich das mache. Irgendwas in mir drin sagt einfach, ich muss das machen. Die Polizei steht im Fall Hilal von Beginn an unter Druck. Die Suchaktionen der Polizei waren umfangreich wie selten, doch gefunden wurde nichts. Eine Sonderkommission wurde gebildet. 22 Fahnder, die seitdem Hunderten von Hinweisen nachgingen, Hypothesen über Hilals Verschwinden aufstellten und wieder verwarfen. Das Verschwinden der Hilal wird immer mysteriöser. So etwas haben die Ermittler bisher noch nicht erlebt. Heute endlich die erste gute Spur. Vor dem Einkaufszentrum Elbgaustraße wollen zwei Zeugen das Mädchen beobachtet haben. Sie haben einen unbekannten Mann mit einem etwa 10-jährigen Mädchen, das Hilal ähnlich sah und auch ähnlich gekleidet war, gesehen. Hilal ist von dem Fremden vermutlich auf den Parkplatz gezerrt worden. Dort begann allem Anschein nach ihr Leidensweg. Es gab nach Medienberichten 23 Hinweise auf einen blonden, rotblonden Täter, also oder auf eine Person, die im Zusammenhang mit dem Verbleib des Mädchens stehen könnte. Insbesondere gibt es einen Zeugen, einen Busfahrer, und der hat eben beobachtet, wie ein Mädchen von einem Mann rausgeführt, weggezerrt wurde. Er wird ihn später als einen Wikinger-Typ beschreiben mit rotblondem Haar. In Zusammenarbeit mit dem Busfahrer ist im Jahr 1999, kurz nach dem Verschwinden Hilals, auch ein Phantombild entstanden, mit dem der Zeuge aber nicht zu 100% zufrieden war, sodass das Phantombild auch nie veröffentlicht wurde. Es wurden aber auch seitens der Polizei keine weiteren Termine mit dem Zeugen vereinbart, um an diesem Phantombild zu arbeiten. Warum, bleibt bis heute unklar. Nach dem unbekannten Mann wird nie öffentlich gefahndet werden.
Die Ermittler konzentrieren sich stattdessen auf eine ganz andere Theorie. Der Täter, so vermuten sie, kommt aus dem direkten Umfeld der Familie. Der rotblonde Wikinger-Typ gerät aus dem Fokus. Allein dieser Hinweis zeigt auch eigentlich, dass aus unserer Familie nicht so ein Typ rauskommen kann. Also es wurde als ein Wikinger-Typ beschrieben. Trotzdem haben sich die Ermittlungsbehörden sehr stark auf die Familie konzentriert. Und es wurde da die Hypothese aufgestellt, dass Hilal in der Türkei ist. Hintergrund war der, dass die Großmutter in ihrer Zeugenaussage sagte, dass sie zum Tattag mit zwei Freundinnen unterwegs war. Das war nicht so. Ab Mai 1999 steht Hilals Familie im Zentrum der Ermittlungen. Denn die widersprüchliche Aussage der Großmutter hat dramatische Konsequenzen. Seit über 3 Monaten wird die 10-jährige Hilal aus Hamburg-Lorup vermisst. Die neueste Spur der Polizei führt direkt in die Familie von Hilal. Die Polizei hält die Großmutter der 10-jährigen Schülerin für eine Schlüsselfigur in dem Fall. War alles nur Schauspiel und Theater. Zurzeit gilt sie als Hauptverdächtige. Sie hält Hinweise zurück. Sie ist sehr zurückhaltend, sehr unkooperativ. Und sie gibt auch Informationen gar nicht weiter, beziehungsweise sie lügt wissentlich. Und das macht sie stark verdächtig. Oma Fatma und ihre Enkelin, ein Verhältnis, das die Hamburger Polizei zurzeit genau untersucht. Ich habe niemals daran geglaubt, dass die Eltern damit was zu tun haben oder die Familie von ihr. Niemals. Für den deutschen Staat ist es so, ein kleines türkisches Mädchen wurde entführt. Das Erste, woran sie denken, zwangsverheiratet, weggeschickt in die Türkei. Ich denke, dass der Name der Soko Morgenland schon sehr richtungsweisend damals war. An die türkische Riviera, nach Izmir oder Ostanatolien, so die Polizei, könnte Hilal verschleppt worden sein. Für Hinweise zur Klärung ihres Schicksals sind auch dort 20.000 Mark ausgesetzt. Hilal bleibt verschwunden, vielleicht in einem für sie fremden Land, ohne Eltern und ohne Geschwister. Fast 4 Monate lang konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Familie. Neben der Großmutter wird vor allem die Mutter immer wieder befragt. Das ist natürlich auch ganz klar traumatisierend gewesen, ne? Dass man am Anfang der Ermittlungen sich so stark auf die Familie konzentriert hat, auch sie als Mutter unter Druck gesetzt hat. Sag doch, wo Hilal ist, du weißt es doch. Ganz schlimm. Die haben jeden Tag gefragt, wo ist Hilal, wo ist Hilal, wo ist Hilal, du musst sagen, zu Hause, dann die ganze Familie guckt mich an. Ich bin ja die schuldige Täter. Da hat man natürlich auch jegliches Vertrauen schon ganz zum ganz frühen Zeitpunkt eben entsprechend einfach auch schon verspielt gehabt. Ne? Bis heute ist die Beziehung zu den Hamburger Ermittlungsbehörden belastet. Die Polizei wirft der Familie vor, Informationen an die Presse weiterzugeben. Die Familie Ercan wiederum fühlt sich von Polizei und Staatsanwaltschaft nur schleppend und unzureichend informiert und versucht, mit Hilfe des Vereins auf eigene Faust den Fall vielleicht doch noch zu lösen. So wie mit dieser Aktion. Sie haben einen Linienbus mit einem Zeugenaufruf bekleben lassen. Die Route des Busses führt vorbei an dem Ort, an dem Hilal verschwand. Zuerst geht es darum, dass die Leute das sehen. Das ist mein Ziel, dass das sehr viele Leute immer sehen, dass der Fall immer noch aktiv bleibt. Nochmal die Zeugen, die vielleicht etwas damals nicht gesagt haben, nochmal ansprechen. Vielleicht kriegen sie langsam den Mut dazu und sagen etwas. Und sobald sie sich melden, machen sie was Großes. Abbas Ercan vertritt die Familie bei allen öffentlichen Auftritten. Der Rest der Familie hat sich zurückgezogen. Zu groß ist die Belastung für sie. Es war am helligen Tag und da am Wieso-Zeit sehr viel los ist, wie man hier sieht. Auch jetzt sehr viel los. Deswegen denke ich schon, dass da Leute das gesehen haben. Und würde ich
keine Hoffnung haben, würde ich auch gar nicht, glaube ich, dieses Engagement zeigen. Es geht hier um eine Schwester. Deswegen würde ich bis zum Ende da dranbleiben. Geblieben sind die Erinnerungen an Hilal, verwahrt in einem Koffer. Schon als Abbas Erjan 18 Jahre alt war, hat er seiner Schwester und sich ein Versprechen gegeben. Es ist zu seiner Lebensaufgabe geworden. Unsere Familie ist groß. Der Täter kann uns nicht entkommen. Egal, wo er sich versteckt, wir werden ihn finden. Auch in 10 Jahren noch. August 1999. Seit 7 Monaten ist das 10-jährige türkische Mädchen Hilal aus Lurup verschwunden. Die Sonderkommission Morgenland hatte 267 Spuren verfolgt, um Hilal zu finden. Das Verfahren gegen Hilals Großmutter ist mittlerweile eingestellt worden. Die Frau hatte sich anfangs verdächtig verhalten. Es kam raus, dass die Großmutter widersprüchliche Angaben gemacht hat, weil sie eine Beziehung zu ihrem Ex-Mann verheimlichen wollte. Beamte reisten in der Folge sogar in die Türkei, um den Beweis zu finden, dass Hilal von ihrer Familie dorthin verschleppt wurde. Mit Datum von heute können wir hier Bilanz ziehen und sagen, die Familie hat damit nichts zu tun. Alle Spuren wurden verfolgt, alle Widersprüche wurden aufgeklärt und die Oma ist nicht mehr als Tatverdächtige anzusehen. Hätten Sie diese Spur vielleicht ein bisschen weniger damals geführt und hätten ein bisschen intensiver nach ihr gesucht und wären nicht davon ausgegangen, dass die Familie was damit zu tun hat, hätten wir sie damals vielleicht wiederfinden können. Das war die unterste Schublade, so, ne? Und das war echt eine harte Zeit. Die Familie wäre fast auseinandergebrochen, aber wir haben trotzdem den Halt gehabt, weil wir als Mensch sehr gebunden sind. Also das werde ich auch nie denen verzeihen, diese Aktion. 12 Monate ohne eine konkrete Spur von ihrer Tochter, ein endloser Albtraum für das Ehepaar Erkan. Die SOGO hat aus 9 Arbeitshypothesen eigentlich nur noch eine Hypothese über und das ist ein vermutlicher Sexualmord durch einen unbekannten Täter. Insofern stehen wir jetzt nach einem Jahr fast wieder da, wie wir vor 12 Monaten da standen, nämlich ohne brauchbare Spuren und es ist ein tragischer Fall für uns. Zu Einzelheiten des Falles und Fragen nach Ermittlungsfehlern möchte sich die Staatsanwaltschaft trotz mehrfacher Anfrage nicht äußern. Liddy Oechtering, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, antwortet nur auf allgemeine und zuvor abgesprochene Fragen. Im Fall Hilal haben wir natürlich die Besonderheit, dass all das, was wir normalerweise haben bei Tötungsdelikten, einen feststehenden Tatort, einen Leichnam, DNA-Spuren, all das haben wir nicht. Und aufgrund des Alters des Verfahrens, weil das die Tatzeit schon so lange zurückliegt, haben wir auch nicht das, was wir heutzutage auswerten können, zum Beispiel Funkzellen, Handyverbindungen. All das gab es damals noch nicht. Insofern sind die Ermittlungen schwierig, weil wir eben auf Wahrnehmungen oder auf Hinweise aus der Bevölkerung oder von Zeugen angewiesen sind. Dazu muss der Fall im öffentlichen Bewusstsein bleiben. Jasmin Haug nutzt dafür auch die sozialen Medien. Seit der Bus mit dem Zeugenaufruf unterwegs ist, gibt es noch mehr Zuschriften als sonst. Es haben sich natürlich viele gemeldet, dass sie es toll finden, dass wir diesen Bus bekommen haben. Und nochmal sehr viel Aufmerksamkeit haben wir bekommen, aber jetzt keine neuen Zeugen in dem Sinne. Also es sind danach noch Leute auf uns zugekommen über Social Media, aber die haben sich jetzt nicht auf den Bus bezogen. Natürlich müssen wir Aufmerksamkeit erregen, deswegen postet Abbas ja auch echt viel. Ich kann das auch total verstehen, dass er das macht, weil wenn er das jetzt nicht machen würde, dann würde gar nicht darüber berichtet werden.
Jasmin Haug will noch einen Schritt weitergehen. Mit einem Teil des Teams will sie selbst aufwendige Suchaktionen durchführen. Den eingetragenen Verein haben wir gegründet, um primär natürlich Spendengelder zu organisieren, weil wir können das privat alles gar nicht mehr bezahlen. Und um vielleicht auch lauter zu werden, weil privat kannst du gar nicht so laut sein wie mit so einem Verein, der dann da steht. Hilal ist nun seit 22 Jahren verschwunden, aber nicht spurlos. Kein Mensch verschwindet komplett spurlos. Seit 2019 haben wir zusammen mit der Familie Ercan Akteneinsicht und es gibt Spuren, denen wir nachgehen möchten. Unser Team ist sehr professionell aufgestellt und arbeitet komplett ehrenamtlich. Kann dem Team gelingen, was die Polizei in über 20 Jahren nicht geschafft hat? Können sie Hilals sterbliche Überreste finden und damit vielleicht auch einen Hinweis auf den Täter? Nach dem Verschwinden von Hilal hat man der Familie quasi einen großen Schatz geklaut. Man merkt, wenn man in deren Nähe ist, dass ein Riesenklotz an deren Bein hängt. Ich habe das Gefühl, dass Ayla zum Beispiel auch es schwerfällt, überhaupt zu lachen, weil sie das Gefühl hat, sie dürfe nicht lachen, weil sie bis heute ihre Tochter nicht zurück hat. Wieso uns geht es, ja? Ohne sie, wir leben, ne? Weiter. Ist schwer. Jeden Tag ist schwer. Aber wir wissen schon, dass sie kommen nicht mehr wieder so wie lebend, ne? Das wissen wir. Sie mochte sie gerne, also sie mochte gerne Zeichentrickfilme, Sailor Moon, soweit ich weiß, und hatte eine Sängergruppe, die Spice Girls gerne, das Lied Mama, I Love You gerne gehört. Und ja, und war immer freundlich und fröhlich und immer positiv eingestellt auf jeden Fall. So. Wir haben uns auch oft gestritten wegen Kleinigkeiten, haben uns angezickt, aber wir haben uns halt immer sofort wieder vertragen. Wir waren nie irgendwie ein, zwei Tage voneinander getrennt. Sie war ein wunderbares Mädchen. Sie hatte ein tolles Herz. Man hat eigentlich damals gedacht, das wäre eine Freundschaft für immer gewesen. Ja. Kleines, verrücktes Mädchen, mit der man verdammt viel Spaß hatte damals. Und in dem siebten Stock da oben haben wir gewohnt. Da. Und da konnte meine Mutter mal die Kinder hier vom Fenster aus beobachten. Ne? Wenn sie zum Beispiel Essen gemacht hat, hat sie gleich die Kinder gerufen, also die Töchter. Und dann kamen die hoch. Also sie hatte schon einen guten Ausschau hier gehabt. Die Familie ist aus dem Stadtteil weggezogen. Alles erinnert sie hier an Hilal. Wir wissen, dass sie eine riesen Lücke hinterlassen hat in der Familie und wir natürlich weiterleben müssen, weil das Leben geht weiter. Und natürlich sind wir bei den ganzen Ermittlungen auch einerseits sehr enttäuscht über die Polizei, weil vielleicht hätte die Polizei schon vorher auf jeden Fall den Fall gelöst. Davon bin ich eigentlich überzeugt, weil die Polizei hat damals sehr viele falsche Hinweise aufgenommen und auf falsche Wege sich hingelenkt, somit den möglichen Täter oder den Mörder die Chance gegeben, seine Spuren vielleicht zu verwischen, ihm Zeit zu geben. Jedes nicht aufgeklärte Tötungsdelikt genießt einen ganz hohen Stellenwert bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Und beim Fall Hilal handelt es sich sicherlich um eines der ältesten und inzwischen auch umfangreichsten nicht aufgeklärten Tötungsdelikte, die bei den Hamburger Ermittlungsbehörden anhängig sind. Die Ermittlungsakte einschließlich der Spurenakten umfasst mehr als 100 Leitsordner inzwischen. Das ist schon eine Besonderheit in diesem Verfahren, dass es einfach den Ermittlern auch keine Ruhe lässt.
23 Jahre Ermittlungsarbeit. Der Fall Hilal ist zu Hamburgs prominentestem Cold Case geworden. Ich glaube, was die Tat selber angeht und auch, dass die Leiche nicht mehr aufgetaucht ist, hat auch ganz, ganz viel eben entsprechend mit viel Pech aus unserer Sicht und aus Sicht des Täters mit viel Glück zu tun. Philipp Hammerich hat sich in den vergangenen Monaten durch die Akten gekämpft, hunderte Zeugenaussagen und Spurenauswertungen gelesen. Also mich wundert ein bisschen, dass niemand nachgefragt hat, wo das gewesen ist. Ne? Er und Jasmin Haug haben Hinweise auf Stellen gefunden, an denen Hilal vergraben sein könnte. Denn es gibt einen Mann, der die Polizei schon mal dorthin geführt hatte. Dort wollen sie jetzt mit einem Spürhund suchen. Von der Suche versprechen wir uns vor allem Gewissheit. Und das klingt total schrecklich, das ist ja auch schrecklich. Aber im Endeffekt versprechen wir uns davon, dass wir die Leiche von Hilal finden. Es ist nun mal ein Leichenhund, der sucht. Der findet eben entsprechend, wenn er was findet, Knochen von toten Menschen. Man muss ja fairerweise sagen, die Ermittlungsbehörden haben gesucht, haben eben entsprechend auch den Hund da gehabt. Aber wir haben halt das Gefühl, dass die Polizei nicht richtig gesucht hat. Und wir einfach emotional an diesem Fall hängen und nicht loslassen können, bis wir sie haben. Und ja, für uns ist das einfach kein kalter Fall. Ne? Es ist jeden Tag so, dass wir das spüren. Sie haben sich Unterstützung geholt. In 2 Tagen werden Sie mit dem Hund auf die Suche gehen. Ja, müssen noch mal ein bisschen überlegen, wie wir es dann angehen, ne, übermorgen. Also wir haben ja die 3 Orte. Wir haben einmal die Kiesgrube. Ne? Dann einmal Volkspark. Also mein Gefühl sagt mir, wenn, dann Volkspark. Echt? Ja. Und das andere ist eben dann Friedstraße, ne? Ja. Das ist, ne? Mhm. Ihr Reihenhaus. Reihenhäuser, Spreestraße. Irgendwie, also Van, denke ich, irgendwie Volkspark. Ich war auch ganz lange der Meinung, dass sie im Volkspark liegt. So, der Volkspark ist ja riesig, ja, und die Nansenstraße ist ja echt eine Sackgasse. Wenn du jetzt so denkst, so, wo vergräbst du abends eine Leiche, dann machst du es halt nicht Spreestraße, sondern Volkspark. Mhm. Für den Ort spricht vor allem, dass es ja auch einen Beschuldigten gibt, der die Tat mehrmals gestanden hat und das wieder widerrufen hat. Und der hat auch die Ermittlungsbehörden genau an diesen Ort geführt. Und er ist derjenige, der nach all den Jahren wieder Bewegung in den Fall Hilal gebracht hat. Dirk A., ein verurteilter Kinderschänder aus Hamburg. Der Mann wollte uns heute die Ablagestelle zeigen, in einer Stelle in Hamburg, in einem Wald. Doch während die Beamten an der benannten Stelle nach Hilals Leichnam buddelten, widerrief der Tatverdächtige plötzlich sein Mordgeständnis. Die Ermittler halten ihn trotzdem für dringend tatverdächtig. Die Rolle von Dirk A. in dem Fall ist extrem umstritten und wird das Team noch weiter beschäftigen. Umso größer die Frage, liegt hier im Volkspark der Schlüssel zur Aufklärung des Falles? Was hier am Volkspark halt so interessant ist, ist, dass da hinten noch nie jemand gesucht hat, ne? Im Januar ist es auch extrem schnell dunkel. Mhm. Das ist gruselig da nachts, muss ich dazu sagen. Da gehst du nicht einfach hin, ne? Das Gebiet liegt direkt an der Autobahn A7, unterhalb eines Kleingartenvereins. Es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass man was findet. Und man muss einfach jede Chance ergreifen, um vor allem auch für die Familie dann eine Gewissheit zu schaffen. Wir sind auch alle sehr aufgeregt, muss ich sagen. Es ist ein extrem emotionales Thema. Also wir setzen sehr viel in diesen Hund. Viel Hoffnung, viel Kraft, auch Geld. Und wir hoffen einfach, dass wir am Wochenende erlöst werden. Thank you.
Am 16. Oktober 2021 ist es soweit. Die erste Suche des privaten Ermittlungsteams kann beginnen. Das Zielgebiet: eine Sackgasse im Hamburger Volkspark. Dietmar Kröpel, studierter Archäologe, und sein Hund Flintstone sind zur Unterstützung angereist. Sie sind darauf spezialisiert, menschliche Überreste zu finden. Wenn der Hund kommt, einfach bitte stehen bleiben, schnüffeln lassen, dann ist gut, dann gehören Sie zur Herde, dann wird er Ihnen nichts mehr tun. Das Areal ist riesig. Das Team hat nicht die finanziellen Mittel, um es vollständig umzugraben. Für sie ist so ein Hund die einzige Möglichkeit, die Fläche abzusuchen. Flintstone hat in der Vergangenheit schon häufig Schlagzeilen gemacht. Ja, er denkt selbst von sich, dass er ein Schoßhund ist. Dieser Hund kann Knochen in der Erde finden. Er ist Deutschlands erster und einziger Archäodog. Neulich fand Flintstone ein Römergrab im Kreis Ebersberg. Vor einigen Jahren ist die Polizei auf mich zugekommen und hat dann halt gefragt, ob der Flint auch 30, 40, 50 Jahre alte Skelette riechen würde. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, aber ich würde es gern selbst mal wissen. Flintstone ist seit einigen Jahren immer wieder im Einsatz für die Polizei. In ganz Deutschland. Zuletzt vor einigen Monaten im Ruhrgebiet. Gemeinsam mit anderen Hunden fand er Teile eines menschlichen Skeletts. Wenn Flintstone gerufen wird, ist es oft der letzte Versuch, in einem Cold Case noch neue Ansätze zu finden. Wenn Flintstone Witterung aufnimmt, zeigt er das seinem Herrchen mit einem eindeutigen Signal an. Er bellt. Das Anzeigebellen macht er nur, wenn er wirklich sagen will, da ist jetzt was. Das würde er niemals freiwillig machen. Der Hund, der geht ja auf einen Geruch und dieser Geruch bewegt sich im Wind. Ja. Und der bewegt sich natürlich je nach Topografie oder nach Begebenheit oder nach Wetter, nur so bewegt er sich anders. Die Suche beginnt am Rand zur Autobahn. Niemandsland, kaum einsehbar, versteckt, einsam. Das Team interessiert sich vor allem für potenzielle Ablageplätze, die von der Straße schnell zu erreichen sind. Wie das Gelände vor 23 Jahren aussah, lässt sich heute nur noch schlecht rekonstruieren. Der Hund darf während der Suche nur aus großer Entfernung begleitet werden, damit er nicht abgelenkt wird. Eine Körperkamera dokumentiert die Arbeit von Dietmar Kröpel und Flintstone. Die erste Suche endet ergebnislos. Flintstone nimmt keine Witterung auf. Feiner, feiner. Man hat ja im Jahr 2005 gesucht und man hat dann im Volkspark auch noch mal im Jahr 2018 gesucht. Ne? Nun kann man das, denke ich, nach der Akte schon einem gewissen Bereich zuordnen. Aber man hat nichts gefunden und sind Grabungsvorgänge natürlich so, man kann nur da etwas finden, wo man gräbt. Und wenn man 5 Meter weiter nicht mehr gräbt, kann man auch nichts finden. Der Hund findet vielleicht auch mal eine Spur links und rechts des eigentlichen Zielgebiets. Das zweite Suchgebiet an diesem Tag liegt unterhalb eines Kleingartenvereins auf der anderen Seite der Straße. Bis in eine Bodentiefe von 2,50 Meter soll Flintstone in der Vergangenheit bereits Knochen gewittert haben. Und sogar menschliche von tierischen Knochen unterscheiden können.
Der hat gebellt. Ach du liebe Güte, ich krieg einen Schock, echt. Oh nee. Ja, ich hab's gehört. Er hat ja auch nochmal gesagt, das ist halt. Das ist ein Anzeichen, ne? Aber es muss jetzt nicht das sein. Nee, es kann alles sein, aber die Stelle ist halt so heftig, ne? Ja. Gleich mehrfach schlägt Flintstone auf dem Gelände an verschiedenen Stellen an. Ist das endlich, nach 23 Jahren, die entscheidende Spur, die zu Hilals Leiche führen wird? Ja, er kommt. Es stehen dort ganz viele Lauben. Da ist zwar keiner, die sehen unbewohnt aus, aber andererseits sind auch ein paar frische Sachen da. Also das ist ganz komisch. Aber das Land ist lange nicht bearbeitet worden und hat zu einer Laube, die hinten genau im Windkanal steht, hingezogen. Das kann auch noch gar nichts heißen. So, und da er an zwei, drei anderen Stellen leicht angeschlagen hat, müssen wir jetzt überlegen, wie wir weitermachen. Also er hat auf jeden Fall, hat er hier menschliche skelettierte Knochen im Geruch. Wer auch immer das ist. Mein Gott, ist das heftig. Ich bin total aufgeregt. Ich hoffe natürlich, dass sie das ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich fühle mich wie in Trance gerade. Das ist jetzt so der erste Punkt, den wir absuchen. Und 22 Jahre wartet man. Und wenn das jetzt so einfach war, echt, dann verstehe ich nicht, wieso das nicht schon früher passiert ist. Hat das Team den Ort gefunden, an dem Hilals Leiche vergraben ist? Oh Gott, echt, ey. Ich bete jetzt einfach nur, dass sie das ist. Ich hoffe es, dass sie das ist. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter, hat kein Vertrauen mehr daran, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen nie auf.